Lisa dran und danach Jochen. Ich habe gestern im Deutschen Bundestag zwei neue Vorlagen bekommen für die Haushaltsausschusssitzung der nächsten Woche. Da wird wieder einmal die BIMA, also die bundeseigene Liegenschaftsgesellschaft, vorschlagen, dass zwei Liegenschaften verkauft werden. Das eine ist das Dragoner-Areal, euch allen sicherlich bekannt, hinter Finanzamt in Friedrichshain-Kreuzberg. Das soll inzwischen dann für 36 Millionen Euro über den Tisch gehen. Und da steht dann drin, der Bezirk habe sich dafür eingesetzt, dass die LPG gerettet wird. Die kriegt einen Mietvertrag. Und ansonsten ist eventuell noch was im Bereich Kreatives angedacht. So. Die im Bezirk wissen es, das, was da an Kreativem angedacht ist, wird wahrscheinlich nicht kommen. Und wieder einmal hat der Bund, hat die bundeseigene Gesellschaft mit dazu beigetragen, dass in Berlin eben ein wichtiger Beitrag dafür geleistet wird, dass das internationale Casino, ja, dass eben die Spekulation im Immobilienbereich angeheizt wird. Dazu leistet der Bund seinen Beitrag, auch Schäuble seinen Beitrag, und das ist einfach nicht hinzunehmen. Und deswegen finde ich es gut, dass dieser Antrag auch die Rücke schlägt, alle Themen anspricht, die relevant sind, die man auf Landesebene ändern kann, die man auf Bundesebene ändern kann, und auch das Europäische ist mit im Blick, und das ist gut an diesem Antrag. Das Zweite, was mich überrascht hat, war die weitere Immobilie. Das ist nämlich eine am Lützowufer. Die war bisher überhaupt nicht in der Diskussion. Die stand in keinem Prospekt bisher. Und uns wurde ja gesagt, die Groß-Görschen-Straße, damit hat zwar hier die SPD Wahlkampf gemacht. Die drei Bürgermeisterkandidaten der SPD, alle drei standen plötzlich neben uns, vor der Groß-Görschen-Katzlerstraße, neben Sibyl, Renate und mir, und haben sich da irgendwie gedrängelt. Die Groß-Görschen-Katzlerstraße ist aber inzwischen verkauft. Ich habe keinen Bürgermeister mehr gesehen, keinen anderen von der SPD hier vom Land, der irgendetwas dazu gesagt hätte. Und die sind jetzt eben verkauft. Da ist wahrscheinlich tatsächlich alles zu spät. So, und jetzt beim Lützowufer, wie gesagt, war vorher gar nicht zur Debatte, hieß es, okay, Groß-Görschen-Katzlerstraße, das müssen wir jetzt irgendwie opfern, das geht jetzt irgendwie nicht mehr anders. Aber jetzt sind wir in Verhandlungen, der Senat und der Bund. Und alles Weitere sozusagen klären wir in diesem Paket. Ja? So. Und was wir nur hören, ist, sie verhandeln und verhandeln. Aber de facto werden unterwegs wieder Tatsachen geschaffen. Am kommenden Mittwoch soll im Haushaltsausschuss eben eine weitere Liegenschaft, die geeignet wäre für Wohnungsbau, auch für sozialen Wohnungsbau, über den Tisch gehen. Und da frage ich mich, was macht der Senat, was macht der Bund? Ich kann keine Taten erkennen, ich sehe nur Gerede, und das muss auch endlich aufhören. Es gibt hier in der Stadt eben offenbar keine. Die Vorstellung, dass die SPD die Stadt, die Partei der Mieterinnen und Mieter ist, die ist einfach mal nicht richtig. Und auch deswegen ist es richtig, dass wir Grüne hier nochmal einen klaren Schwerpunkt setzen, ergänzend zu all dem, was Katrin gesagt hat. Ich habe hier jetzt in den roten Zettel, deswegen zwei wichtige Punkte reiße ich nur an. Ich finde es auch gut, dass wir beim Thema Modernisierungsumlage hier klar sagen, so wie sie ist, muss sie abgeschafft werden. Wir brauchen ein anderes System, gerade als Grüne, um glaubwürdig zu bleiben beim Thema energetische Sanierung. Weil das ist der große Kostentreiber, und deswegen brauchen wir etwas anderes. Wir brauchen tatsächlich den ökologischen Mietspiegel als Ersatz, und ich finde, da hat auch dieser Antrag eine gute Änderung in der Position. Und ich finde auch richtig, hinzuweisen auf das Thema Spekulation. Es ist eben nicht nur so, dass wir als Land attraktiv sind und immer mehr Leute zu uns kommen, sondern es hat auch viel tatsächlich mit der nicht bewältigten Eurokrise zu tun. Deswegen bleibt es nach wie vor richtig, übrigens, dass wir Grüne gefordern, dass es eine europaweite Vermögensabgabe gibt. Dieser kommt weil, zum Schluss. Ich komme zum Schluss, weil im Moment kaufen die ja in dieser Stadt gar nicht mehr mit Krediten, ja? Sondern es wird überall jetzt Cash oder jedenfalls Kapital auf den Tisch gelegt, und auch das müssen wir ändern, und auch dazu leistet dieser Antrag einen Beitrag, und lasst uns weitermachen in der Debatte. Danke. Vielen Dank, Lisa. Jetzt hören wir